Ich habe einen Hinweis bekommen per YouTube-Comment, dass ich doch mal in das Souls-like Flintlock The Siege of Dawn reinschauen soll. Das Spiel hat mir überhaupt nichts gesagt. Dann habe ich es auf Steam entdeckt und dann gesehen, es gibt eine Demo dazu. Spiel kommt erst in einem Monat raus und dann habe ich mir gedacht, okay, checken wir es einfach mal ab. Ich habe schon mal ganz kurz reingespielt, um mal kurz zu sagen, worum es geht. Es ist, ich würde sagen, eine Mischung aus verschiedensten Spielen, wie zum Beispiel Bloodborne, also halt Souls-like, aber auch ein bisschen God of War. Und das Ganze spielt in einem Weltkriegs-Fantasy-Szenario. Also es klingt ein bisschen abgefahren. Aber wir schauen mal rein. Im Souls-Check heute Flintlock Siege of Dawn, ein Spiel, das in einem Monat rauskommt. Und wir wollen natürlich immer wissen, taugt das Spiel was oder ist es einfach nur eine lame Kopie? Warum ist... Ah, jetzt, okay. Ich bin ja pingelig bei meinen Souls-Likes. Es muss ich ja echt auch gut spielen. Aber das Gute ist ja so ein bisschen, also dadurch, dass es eine Demo gibt, gehen wir kein Risiko ein. Das finde ich auf jeden Fall gut. Wieso erkennt ihr das Pad nicht? Was ist hier los? Come on. Do it. Jetzt. So, das ist natürlich schon mal was ich überhaupt nicht mag. Schwierigkeitsgrad, was... Aber gut, kann's nicht. Haben wir einfach viele Spiele. For 10 bitter years since the dead broke through the door. I've promised you peace. Today, I'm making good on it. Sama hatched a plan to blow up the door, to cut the dead off forever. Halin and I volunteered. We probably won't make it back, but I would rather take my chances than leave you in this broken world. You deserve more than a letter you'll never receive. But we both know you would never let me go. I lived a long life, but never a full one. Not until I found you. Promise me you'll live, Nor. I'm off to earn my rest. Baz. Lip, nice schreibt, ich habe jetzt schon mehr von der Story verstanden als in allen Souls Games. Ja, das kann ich, das fühle ich. Ich weiß immer noch nicht, worum es in Elden Ring geht, ganz ehrlich. Und ich habe alle Vatividia-Videos geguckt. Das ist unsere unser Hauptcharakter, Zendaya, Nor. You sent Baz and Harlin to the door to the great below. I don't have time for this, Vanek. Requesting permission to... Denied. Baz can't fight at his age. Harlin can't cover for him and blow the door at the same time. I'm the best upper you've got and you know it. Return to your station, Vanek. Is that... Can't have been them. Blast came from too low, wasn't nearly loud enough. I see. They're late, aren't they? Just give the order. Is this Unreal 5 engine? All right then. All right. Follow the trenches to the old fort. Stop for nothing and no one, understood? Yes, Field Marshal. Zapparun, clear the way! Sieht noch nicht wie ein Souls-like aus, aber wartet ab. No rest till dawn! Und so starten wir.
Jetzt sieht es schon mehr wie ein Souls-like aus, aufgrund der Menüs. Was mich am Anfang, wie gesagt, ich habe schon mal so ein paar Minuten reingespielt, sehr verwirrt hat, ist, normalerweise gibt es ja bei Souls-likes immer den leichten und den schweren Schlag. Nicht so hier, denn mit R1 haben wir zwar den normalen Schlag, aber mit R2, okay, geht jetzt gerade, ich habe hier keine Munition ab, ballert sie mit dem Gewehr hinten. Und, oh Wunder, man kann mit dem Schuss gegnerische Attacken sozusagen parieren. Wo haben wir das denn schon mal gesehen? Wir können springen. Wir haben einen Slide. So, warte mal. Wir müssen mal hier mich, glaube ich, ein bisschen verschieben. Damit ihr die Waffen seht. Oh, jetzt bin ich ganz weg. Und Nikola macht das schon. Okay. Danke, Nikola. So, hier kann man aber jetzt noch nicht so viel machen. Wir sind hier quasi noch im Tutorial. Aber wir können hier schon mal die Grafik so uns ein bisschen angucken. Grafik ist ziemlich gut, sieht aber auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen generisch, aber man hat so das Gefühl, dass diese Unreal-Spiele, also wenn es ein Unreal-Spiel ist, vielleicht tue ich dem Spiel auch komplett unrecht, aber dass die alle so ein bisschen einen ähnlichen Look haben. Aber es sind auf jeden Fall flüssige 60 Frames hier, weil es ja eh auf dem PC relativ ist. Bannock! I thought you died! Sorry to disappoint. Frontbericht. Kommando, wir haben nur noch ein paar hundert Schüsse übrig. Wenn die Pioniere morgen nicht hier sind, kommen die nicht mehr nach Morgenröte rein. Morgenröte? Habe ich das nicht schon mal gemacht? In welchem Spiel gab es schon mal einen Ort namens Morgenröte? Ja, man kann hier so sliden. Also schrägen. So, Schusswaffen sind mächtige Waffen im Kampf gegen die Toten eingesetzt werden. Drücke RT, um deine primäre Schusswaffe abzufeuern. Mit einer primären Schusswaffe zu schießen, verbraucht eine Schwarzpulverladung. Schwarzpulverladungen werden aufgefüllt, wenn du Gegner mit Nahkampfangriffen triffst. Führe 4 Nahkampfangriffe aus, um eine Schwarzpulverladung aufzufüllen. Estus! Und da sind auch schon unsere ersten Gegner. Kann man hier auch mit dem rechten Stick ganz einfach anbinsen. Und Kampfsystem. Also es spielt sich sehr gut, aber ich habe das Gefühl, es hat so, ich weiß nicht, wenn ihr God of War gespielt habt, es hat so eine gewisse Schwerfälligkeit, aber auch gleichzeitig eine Wucht. Ich finde, also mich hat es von den Schlägen und vom Impact auf die Gegner sehr an God of War erinnert, tatsächlich. Wobei God of War ja auch mittlerweile quasi Souls-like ein Stück weit ist. So, Pistolenunterbrechung. Nors Pistole ist gut dafür geeignet, gegnerische Angriffe zu unterbrechen. Drücke RT, wenn ein Gegner angreift, um seinen Angriff zu unterbrechen. Beim Unterbrechen eines Gegners wird sein aktueller Angriff abgebrochen. Und hier kommt ein ganz nettes Feature, Ruf, das sind die Seelen quasi. Der Ruf kündet von deinem Ansehen und deiner Erfahrung. Mit Ruf kannst du Fertigkeiten und Gegenstände erwerben. Du erlangst Ruf, indem du Gegner besiegst, Quests abschließt und Herausforderungen meisterst. Du kannst deinen Rufmultiplikator durch verschiedene Aktionen aufbauen. Der Multiplikator erhöht die Menge an Ruf, die du bekommst, wenn du ihn durch Halten von Dings beanspruchst. Wenn du Schaden erleidest, wird dein Rufmultiplikator zurückgesetzt und dein Ruf automatisch beansprucht. Wenn du stirbst, verlierst du deinen gesamten beanspruchten Ruf. Um ihn zu bergen, musst du an den Ort deines Todes zurückkehren. Okay, ich versuche das nochmal zu erklären. Ihr seht links hier die 100 plus 15%. Ich könnte mir jetzt quasi 100 Seelen, oben links seht ihr die 0 unter dem Energiebalken. Ich könnte mir jetzt die Seelen sozusagen gut schreiben lassen. Ich kann aber auch versuchen, weiter zu kämpfen, ohne Damage zu nehmen. Und dann erhöht sich der Multiplikator und ich kriege immer mehr Seelen.
Und ich kann selber entscheiden, wann ich sozusagen dann die Seelen auf mein Konto gutgeschrieben bekommen möchte oder eben weiter versuchen möchte, den Bonus zu erhöhen. Das finde ich eigentlich eine sehr interessante Idee. Was habe ich gemacht? Achso, die wollen, dass ich das jetzt erstmal mache. Und ist ein interessantes neues Feature, finde ich, weil man natürlich dazu neigt, den Multiplikator immer so hoch wie möglich zu machen und sich dann natürlich in den Arsch beißt, wenn man irgendwie bei 70% plötzlich irgendeinen scheiß Treffer kassiert hat. Aber fand ich erstmal eine interessante Idee. So, es gibt hier übrigens, ich habe hier das alles schon damals unter die Lupe genommen. Es gibt hier leider nicht viel in diesem Tutorial-Level zu entdecken. Was mich, kann ich gleich sagen, was mich nervt, ich weiß nicht, ob das ein Unreal 5 Engine-Problem oder ein Designer-Problem oder was auch immer ist, was ich hasse in solchen Spielen, hier, unsichtbare Wände. Unsichtbare Wände. Was soll das? Man designt die Welt einfach so, dass man da nicht hin kann. Aber für mich ist das der Immersionskiller schlechthin. Gerade bei so Spielen, die einem das Gefühl geben, dass man viel erforschen kann. Dann will ich da auch hin. Ansonsten, Kampfsystem spielt sich sehr präzise. Ich habe direkt das Gefühl, ich weiß genau, warum ich treffe oder warum ich getroffen werde. Jetzt sehen wir hier links 28% schon hoch, mein Multiplikator. Kann ich da irgendwie die Kiste an... Aber hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ins Wasser kann man auch nicht rein. Okay, man kann ins Wasser rein. Aber man wird dann hier irgendwie resettet. Die Musik meiner Meinung nach auch komplett Quatsch. Da lieber auf Atmosphäre setzen. Hier geht ja genug ab. Braucht man da wirklich ein im Hintergrund? Aber gut, die machen halt ihr eigenes Ding, ist ja auch okay. Ich will hier kein Hater sein, weil spielerisch ist das Spiel bislang sehr gut. Ist jetzt alles noch Tutorial-Level hier. So, jetzt geht's weiter. Natürlich kein Souls-like ohne Blocken und Parieren. Mit deiner Nahkampfwaffe kannst du gegnerische Angriffe blocken und parieren. Halte LB gedrückt, um eine Blockhaltung einzunehmen. Du blockst jeglichen Schaden ab, bis du durch gegnerische Angriffe deine Haltung nicht mehr aufrechterhalten kannst. Drücke LB kurz bevor dich ein Angriff trifft, um ihn zu parieren. Passe den richtigen Zeitpunkt ab, um den Gegner wehrlos zu machen. Nach einem erfolgreichen Parieren hast du ein kurzes Zeitfenster, um mit RB einen Gegenangriff durchzuführen. Okay, man sieht es dann durch diese Special-Animation bzw. durch den Zoom, wenn man es richtig gemacht hat. Jetzt links sehen wir schon 40% für die Seelen. Plus 40%. Ich glaube, ich konsumiere jetzt einfach nur. Ein Wuchtangriff ist ein Angriff, der weder geblockt noch pariert werden kann. Wuchtangriffe werden mit einem Indikator für gefährliche Angriffe angezeigt. Die beste Verteidigung gegen einen Wuchtangriff besteht darin, ihn rechtzeitig zu unterbrechen. Schieße dazu mit Nors Pistole auf den Gegner. Come and get it.
Killed. Did you even think about that? No, please. This whole mission, it's just... Just pull the damn gate up! Oh. Sarah, is this here? Both of them. Small favors. Nor, go back. You're not ready for this. And Yahara is. Listen here, you little French filler. Keep this down. Eine lange shimmering wall is bad enough. You want to bring the dead on our heads? The shimmering wall? Oh, das sieht nach Boss aus. Knorsch. What in the pits is that? Some kind of wall. It's not glass or stone or any other damn thing. We could scale the stones to the parapet. It couldn't extend over that. Absolutely not. The dead will pick us off on the way up. Oh, we're wasting time. What have you done? Getting us through. Jetzt ist die Musik weg. Ist gar kein Boss. Aber hier zum Beispiel, jedes normale Souls-Spiel würde man denken, oh, hoffentlich nicht runterfallen. Das finde ich ein bisschen unschön, wenn ich ehrlich bin. Kannst du ja einfach nicht lang. Unsichtbare Wände. Why? 2024. Okay, das sieht schon mehr nach Boss hier aus. Boss Area. All set. Everyone get clear. Falls below. Okay, wir haben Tutorial Boss. Es gibt übrigens keinen Stamina Balken, fällt mir gerade mal so auf. Ich kann einfach unendlich draufschlagen oder was? Oh oh. Was ist jetzt? Was ist das? What's happening? What is it? Jesus! Okay, das war vorprogrammiert. Ich sehe schon. Thank you.
down! Oha, sie ist ins Wasser gefallen, ist wacht in einer Höhle auf. You wouldn't know, would you? Follow me. I'm sorry, what? Hey, wait! I dragged you out of the river. You were unconscious for a while. Out of... was there anyone else with me? You were alone. No matter. You'll have to do. Do? What am I going to do, exactly? Your kind meddled where you shouldn't. Destroyed the barrier that kept the gods contained. What barrier? You mean that shimmering wall? We... So it was you. We couldn't... I didn't know. The damage is done. Now you must mend it. So mit diesem Gelaber zwischendurch, das ist natürlich sehr unsoulsig. Ne? Da merkt man schon, dass es eher Horizon oder eben God of War mäßig. Hey! Oh. The god you unleashed is called Uru. It is his army of the dead that has been laying waste to Dawn, the source of all your suffering. And how is it that you know all of this? Because I am a god too. You tiny talking fox thing. You're a god. There are lesser and greater gods. My name is Enki. You probably haven't heard of me. Consider me your chance at redemption. Your kind ravaged my city, my world, killed everyone I've ever loved. Every breath I take from here on will be spent exacting my revenge on the gods. What's to stop me starting with you? Nothing. Death to gods. Alone, you stand no chance against a god. Let me help you. If you're a god, you're one of them. Why would I do anything to help someone I've sworn to kill? If it's vengeance you want, I'll give it to you. As long as Uru is free, your world is in mortal peril. Help me seal him away. Stem the tide of destruction. It's the least you can do. You have a deal. Any hint of trickery and I'll be burying this axe into your skull. I would expect nothing less. Now how do we get out of here? This way. Ob so eine Axt ausreicht, um das Böse zu besiegen? Hier, jetzt haben wir eine Karte. Wobei man nicht sagen kann, ob das die gesamte Welt ist oder nur ein Ausschnitt. Auf jeden Fall hier große Stadt, Old Dawn, City of Dawn, Dawn, Dawn's Gate. Aber es sieht aus, als ob das auf einem Globus ist. Es ist schwer zu sagen, ob, wie groß die Welt ist. Aber es riecht nach Open World. Okay, Quests, Folge Enki, ist klar.
Handbuch. Okay. So, Equipment. Hier offensichtlich Slot für eine zweite Waffe. Wissen wir nicht, wissen wir nicht, wissen wir nicht. Wissen wir nicht, wissen wir nicht. Okay. Fertigkeiten. Du kannst eine Blockhaltung, achso. Du kannst einen schnellen Nahkampfangriff aus einem Ausweich- oder Pulverausweichmanöver herausführen. Was ein bisschen komisch ist, wenn sie springt, dann sieht man das schon. Der Sprung. Der ist ja fast, ist, als ob sie schwerelos ist, fast. Aber es kommt noch krasser. Wartet ab. I never asked your name. Erstmal Enki. No. My name's No. And the axe. That's not a woodcutter's tool. I'm a sapper. I fight in trenches, tunnels. Lots of uses for an axe down there. You're a capable warrior, then. I'm efficient. Also hübsch sieht's aber aus, muss ich sagen. Ist echt ganz ansehnlich. Come here. Hand me some of your black powder. What for? You'll see. Keep up how? Fertigkeit. Ach, guck. Zweiter Skilltree, Pulver. Okay, das ist dann für alles, was Fernkampf-related ist. Und da rechts im Fenster sieht man auch, was das macht. Das meine ich halt, das ist eher so ein bisschen God of War-mäßig, ne? Mit den Skills. Pulvermobilität. Du kannst jetzt Spezialmanöver durchführen, die deine Ausweichfertigkeiten und Beweglichkeit in der Luft verbessern. Drücke B und dann erneut B, um ein Pulverausweichen auszuführen, eine größere Entfernung zurückzulegen. Wenn du in der Luft bist, kannst du einen Pulversprung ausführen, indem du A drückst und dann oder ein Ausweichen in der Luft, indem du B drückst. Während du in der Luft bist, kannst du eine größere Entfernung zurücklegen, indem du A mit B in beliebiger Reihenfolge kombinierst. Du kannst jede Bewegung nur einmal verwenden. Ach, guck hier, das ist die Ausweichrolle jetzt, oder was? What was that? I infused it with an inkling of magic. It should help us get around. Das ist natürlich nochmal jetzt ein ganz neues Element. He actually exists. Uru the Ravager. A title he's rightfully earned. He was in every storybook they read to me when I was bad. And now he's loose. Stürze sind gefährlich, wenn sie nicht sein. Stürze abfedern. Federe den Sturz.
Kanalisierungen. Kanalisierungen sind mächtige magische Fähigkeiten, die nur Enki beherrscht. Um eine Kanalisierung zu benutzen, musst du erst Enkis Kanalisierungsleiste durch das Besiegen von Gegnern auffüllen. Drücke bei voller Kanalisierungsleiste Y und LB, um die ausgerüstete Kanalisierung... Dead. Voll. Okay, das ist aber... Ja, na gut. The dead shouldn't be here. Where is this place? How far are we from the trenches? Things have changed while you were unconscious. You should best see them for yourself. Okay. Mit Enkis Hilfe kannst du Gegner schnell besiegen, indem du ihre Zermürbungsleiste füllst und dann einen kritischen Angriff ausführst. Drücke Y, um mit Enki anzugreifen. Dieser Angriff verflucht den Gegner und füllt seine Zermürbungsleiste auf. Wenn die Zermürbungsleiste voll ist, ist der Gegner zermürbt. Nutze RB oder RT, um einen kritischen Angriff gegen ihn auszuführen. Enkis Fluchangriffe belegen den Gegner auch mit dem Fluch des Todes. Nahkampfangriffe fügen diesem verfluchten Gegner Zermürbung zu. Das ist ein bisschen wie Atreus auch bei God of War, finde ich. Den Pfeilen. Aber ganz interessant. Ich frage mich nur... Achso, doch, da unten rechts ist die Ressource, ne? Sonst könnte man das ja unendlich machen. Einige Gegner tragen äußerst effektive Rüstungen, die sie erheblich vor Schaden schützen. Zermürbe den Gegner zunächst und zerstöre dann seine Rüstung, indem du einen kritischen Angriff ausführst. Ein kritischer Angriff tötet einen ungepanzerten Feind, bei einem gepanzerten Feind wird stattdessen die Rüstung zerstört. Okay. Ah, wenn der Totenkopf ist, ist er jetzt zermürbt oder was? Oder? Die Rüstung weg, ich verstehe. Kontrollpunkte sind Orte, an denen du Rasten, Ausrüstungswechsel und neue Fertigkeiten erwerben kannst. Wenn du dich einem Kontrollpunkt näherst, wird dein aktueller Standort gespeichert. Wenn du besiegt wirst, kehrst du zum letzten... Okay, Bonfire. Deutsch. Let's call it Bonfire. Because that's what it is. Rasten? Okay, gehen noch nicht. Fertigkeiten. Du kannst das Spielermenü jederzeit öffnen und kannst du in dein Inventar und Handbuch auf Fertigkeiten und Quests zugreifen. Mit Fertigkeiten verbesserst du deinen Charakter. Neue Fertigkeiten kannst du mit Ruf erwerben. In deinem Inventar siehst du alle deine Gegenstände und kannst auswählen, welche du benutzen willst. Die Karte bietet dir eine Übersicht über die Welt. Die Orte. Von hier aus kannst du schnell reisen. Quests, Handbuch. Okay. Okay, noch ein Baum. Magie. Okay, das sind die Enki-Fähigkeiten oder was? Nutze Enki, um einen ungepanzerten Gegner in die Luft schweben zu lassen. Okay, 2500 Seelen habe ich genau gekriegt. Das heißt, ich kann ein Skill mir aussuchen. Du kannst deiner primären Schusswaffe einen heftigen, aufgeladenen Schuss ausführen, indem du gedrückt hältst. Je länger du auflöst, desto heftiger wird der Schuss. Du kannst einen schnellen Nahkampfangriff aus einem Ausweich- oder Pulver aus. Nutze Enki, um einen... Ich glaube, ich nehme den Schuss. Aufgeladener Schuss. Inventar. Ach, guck. Fluchsturm.
Das könnte sein hier, Stufe 1 mythische Gefährte, dass man noch andere Gefährten kriegt im Laufe des Spiels. Oder die hochleveln kann. This is as good a place to rest as any. Finally, we're out. Is that smoke? This is way past the trenches. The Coalition would never. The dead spilled out of the door when Uru was freed. The Coalition didn't even stand a chance. I did this. I need to put it right. Weiler. Weiler sind kleine Siedlungen, die von Gegnern eingenommen wurden. Bahne dir deinen Weg durch die Gegner, um ihren Anführer zu finden. Besiege den gegnerischen Anführer, damit wieder Frieden im Weiler herrscht und die Bewohner zurückkehren können. Das ist ja so Ghost of Tsushima-mäßig. Beziehungsweise, war das nicht bei diesem Herr-der-Ringe-Spiel auch so? Besiege den Anführer. Ja. Schimmert das so, das brennt. Wundert mich, dass es keinen Stamina-Balken gibt. Wie? Ich kann wirklich 1, 2, 3, 4. Ich kann einfach Attacken spammen. Ohne. Nee. Ohne irgendeinen sichtbaren Malus. Einberufungsgewinne auf Geheiß des Koalitionskommandos. Alle diensttüchtigen Arbeiter müssen sich zum Kriegsdienst melden. Gratis Unterkunft, gute Kleidung, 3 Mahlzeiten pro Tag. Nice Jobangebot. Aber es gibt wenig einzusammeln, ne? Also bislang so, keine Ahnung, Item-Loot-technisch eher wenig.
Tja, danke schön für deinen Sub, mein Lieber. Also nirgendwo rein. Wiederum nice, dass das geht. Da kann man nicht hoch, oder? Triggert mich, dass man hier diese Kisten nicht kaputt machen kann, ey. Habe ich jetzt den Boss irgendwie übersehen? Ach ne, da ist ja das Ziel. Vielleicht müssen wir da mal hingehen. Aufgabengebiet. Ich bin hier irgendwie drumherum gelaufen. Ah, hier ist ja noch Gegner. Oh, das ist ja ein Boss. Hey, Moment. Hä? Der Typ, der Boss? Was ist er denn? Da. Ah, shit. Ah. Okay, bisschen unübersichtlich gewesen. Hufbergen. Na gut. Zwei Estus-Flasks ist natürlich auch nicht viel. Wo denn? Ich mag noch nicht so sehr das Trefferfeedback, wenn man selber getroffen wird. Das ist ja manchmal so bei Spielen, dass man getroffen wird und merkt gar nicht, dass man getroffen wird. Das mag ich mal nicht. Hier sind meine Seelen. Wie nehme ich die auf? Ah, ich schon. Ich habe auch noch den Parry. Ich kann nicht Parry. Du Sau, schieß. Hä, what the fuck war das? Trosthafen wurde befreit. That should be all of them. We should check the coffee shop, call everyone back.
Wir sollten den Coffeeshop? Okay, instant ist hier alles wieder friedlich. Very curious hound you have there, madam. Does it bite? Aber man kann mit niemandem hier groß interagieren, okay. Ich mit niemandem hier interagieren. Aber jetzt hänge ich. Ja. Ja. Kaffeehäuser. Zentrum eines jeden Balls befindet sich ein Kaffeehaus. Nachdem du den feindlichen Anführer besiegt hast, öffnet sich das Kaffeehaus und ein neuer Kontrollpunkt wird freigeschaltet. Rede mit der Wirtin eines Kaffeehauses, um deine LP zu regenerieren. Belohnung zu erhalten oder neue Kleidung zu kaufen. Manchmal erzählt die Wirtin dir auch neueste Gerüchte aus der Gegend und schaltet dadurch neue Nebenquests. Hä? Wo ist denn hier vorne? Bless you, girl. The dead came over us like a wave. If it hadn't been for you. Best not celebrate just yet. This whole mess is far from over. I'll let the other hosts know. Keep an eye out for you. In the meantime, here. One good deed deserves another. Okay, eine weitere Heilflasche. Aber was bringt die Jacke? Das nur aussehen? Das ist mir doch scheißegal, ob die Hose jetzt gelb ist oder grau. Danke. Stay safe. No. Those below, it really is you. Over here. Baz! Baz, your leg. Blast took most of it. Infection got the rest. I knew you'd made it. I knew it. Did anyone else make it? Did Harlan? He fought to the end. Got that winged bastard good. No. I'm sorry, Noel. Pity me if I'd lost you. We're wasting time. With the dead loose, we have no chance of reaching Uru. Souls below, it's talking? What is that thing? I saw it fighting with you outside. He's a god. He's gonna help me drag Uru back into the great below. Is that so? Tell me, little god. Can you wipe the dead away with one stroke? Blow away the walls of dawn with a swish from your tail? If we're going up against an army, we'll need a proper fighting force. Wie jeder im Hintergrund mitlauscht. Hallo? That's a month's ride from here, Baz. 2 weeks. If you cut through Satrap's Wend and travel light. I know a couple of guides that can take us. Lead the way, then. Our worst fears came true. When the Coalition's lines broke, the dead spilled into the world. It took every treacherous back road I knew to dodge their hordes. To push them back, we'd need an army. The only place that still had one was Three Peaks. A hard place, treating harder people. Its knights are the oldest and greatest army in the world. Conquered most of it, even. Now they rest on their laurels, rich off the fortune in black powder under the Kneeling Keep. 2 grueling weeks later, we were in sight of their capital, the city of Rit. Let's hope they'll help us save the world. Maybe then Noor will forgive herself. Das ist echt ein Mauszeiger. Weg. Schnellreise. Du hast einen Ort für eine Schnellreise freigeschaltet. Mit deiner Karte kannst du schnell zu jedem geöffneten Kaffeehaus, aufgeschlagenen Lagerplatz oder aktivierten Kraftstein gelangen. Während du die Welt erkundest, wird neu entdeckte Orte auf deiner Karte sichtbar. Nutz deine Karte, um dich zu orientieren. Okay. Right. Which way to Red? We've barely had time to set up camp. At least get some food in you first. The Coalition needs that army, Baz.
The sooner we get them the help they need, the better. Can you hold on until I've checked your axe and gun? They're fine, Baz. I need to... Just needs a bit of wood, iron, and sulfur. Won't even take a minute. Rasten. Fertigkeiten. Okay, wir haben 2200, aber die kosten, glaube ich, die sind richtig teuer, die Skills hier. 3000, gar nicht mal zweiten Skill hier, okay. Der Gitarrenspieler slash Schmied. Barde slash Schmied. Huh? All the materials I need piled up over there. Get them for me, William. Da hinten ist immer eine gute Beschreibung. Okay. Found anything worthwhile? Drei Eisen. Zwei Holz. Ist das hier Siedler von Katan oder was? Einmal Schwefel. Let me take a look. Die Pioniere auf deinem Lagerplatz können deine Waffen und Ausrüstung verbessern. Mit verbesserter Ausrüstung kannst du dich größeren Herausforderungen stellen. Zu verbessern benötigst du Ruf und Ressourcen. Erkunde die Welt, um so viel Eisen, Schwefel und Holz zu finden, wie du brauchst. People in the Kneeling Keep. The perks of running with scumbags in my youth. So I'll meet you at Pilgrim's Bend when I'm done, all right? Don't take too long. Sebo, we could play some Sebo. All right then, come on. Ein beliebtes Spiel ist praktisch über halt in Kaffeehäuser, in Straßen und überall sonst auch schon nach Gegnern, mit denen du spielen kannst. Gewinne Partien gegen verschiedene Gegner, um dir Ruf zu verdienen. Mit jedem besiegten Gegner erhöht sich die Rufbelohnung. Interagiere unterwegs mit Brunnen, um besondere Münzen zu finden. Diese Münzen verfügen über einzigartige Fähigkeiten, die du in Partien einsetzen kannst. Sebo ist ein traditionelles Spiel, das den Übergang der Seelen in die Unterwelt symbolisiert. Um zu gewinnen, müssen Spieler in möglichst wenigen Runden einen Dreieckriss bilden. Mit Münzen kann man nicht einmal mehr Brot kaufen, aber zum Spielen taugen sie noch. Dein Ziel ist es, mit drei Münzen ein Dreieckriss zu schaffen, bevor du keine Züge mehr übrig hast. Du hast noch 12 Züge. Ist wie Tic-Tac-Toe, oder was? Ah, du kannst immer nur ins benachbarte Feld. Den habe ich doch schon verloren. Der kann nur mit einem Zug das Feld hier belegen. Habe ich bescheuert? Er macht's nicht. Jetzt. Hä? Jetzt habe ich doch ein Dreieck. Hä? Ich check's noch nicht so ganz. Oder was? Es ist doch hier ein Dreieck. Was will er denn? Achso, du verteidigst dich in dieser Runde. Dein Ziel ist es, den Gegner daran zu hindern. Okay, verstehe. Jetzt bin ich in der Defensive. Ich muss sein Dreieck verhindern. Okay. Der bleibt da. Das ist ja easy. Eigentlich mache ich einfach hier so. Was willst du machen? Das
wird doch niemals ein Dreieck. Ich will nochmal spielen. Du greifst an. 12 Züge. Wir müssen die Figuren aktivieren. Du Schwein, jetzt lass mich doch. Scheiße. Ja, das wird nichts mehr. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ich möchte nochmal spielen. Jetzt habe ich es kapiert, Leute. Jetzt habe ich es kapiert. Okay. Wir müssen uns direkt offensiv. Ist schon der Sieg. Oder? Wenn ich den da unten mache, dann macht er den. Jetzt habe ich ihn. Was willst du machen? So, jetzt muss ich es verhindern. Das Dreieck. Das ist ein bisschen wie ein kompliziertes Tic-Tac-Toe. Das wird nichts für ihn. Wie viele Züge hat er denn noch? 2. Ich habe wieder zurück. Oh. Okay, das ist ganz nett. 3000, siehst du, jetzt habe ich nämlich 3000 Seelen und kann jetzt, das ist aber ja ein easy Weg, um Seelen zu farmen, oder? Jetzt kann ich nämlich hier meine Skills schon, warte mal. Ach ne, das geht nur an Bonfire, ne? Ich will einen neuen Skill kaufen. Hier, den kann ich machen. Aktive Fertigkeit. Ausweichschlag. Aber bis jetzt, also es ist schon nicht schlecht. Man erkennt die vielen Vorbilder, die dieses Spiel hat. Aber noch ist es natürlich ultralinear und bislang gab es auch mehr oder weniger. Oh, hier kann man jetzt plötzlich runter? Okay. Ich nehme alles zurück. Aber was ist mit dem Abfedern? Wie
Wieso lasst ihr mich denn jetzt nicht mehr abfedern? Nee? Geil. Ja, das ist halt einfach unschön irgendwie, ne? Es sieht ja so aus, als ob man da landen kann, aber Spiel sagt nein. Ja, man erkennt die vielen Vorbilder. Das Einzige ist, es gibt halt nicht so viel zu entdecken in den Leveln, habe ich das Gefühl. Ich weiß, das kann sich natürlich noch ändern. Wir sind hier noch ganz am Anfang, aber sehr, sehr linear alles und bislang auch, ehrlich gesagt, so gut wie gar kein Loot. Weder von den Gegnern noch irgendwo irgendwas zu entdecken. Kampfsystem ist gut, finde ich. Also steuert sich gut. Ich kann dem Spiel spielerisch nicht viel vorwerfen, außer dass es halt so ein bisschen die Besonderheit meiner Meinung nach fehlt, aber es macht eigentlich keine schlimmen Sachen. Risslevitation. Eigentlich so, du kannst überall zu geöffneten Rissen gelangen. Drücke Y, um den Schädel zu interagieren, um einen Riss zu öffnen. Wenn du wirst, kannst du ihn auf verschiedene Arten verlassen. What was that? It's called a rift. On to the next one. Das ist natürlich interessant, das Feature. What's the next one? Is this even safe? Mostly, yes. Oh, souls below, I could get used to this. You might just have to. Das ist so ein bisschen wie Sekiro, der Enterhaken, nur uncooler. Aber auch hier, es ist alles ein Schlauch, ne? Also es ist noch nicht mal Open-Schlauch, es ist einfach geschlossener Schlauch. Oh, hier gibt es jetzt mal eine Abkürzung oder irgendwas. Hier gibt's hier ein bisschen Ressource. Drei Eisen, okay. Na, hier ist wieder unsichtbare Wand. State your purpose. I need to see the judges. It's urgent coalition business. The coalition has been declared an enemy of the Kneeling Keep. Since when? Why? For heretical possession and use of black powder weapons, being an affront to Ramuha, goddess of the peaks. Do not resist. This is ridiculous. You can't do this. Bailiff, restrain her. Stop her in Ramuha's name. Aber Kampfsystem macht Bock. Also die Kämpfe an sich fühlen sich wuchtig an und präzise. Da kann ich wirklich nichts gegen sagen. Es ist eher das Level-Design bis jetzt, das so ein bisschen langweilig ist. Aber wie gesagt, wir wissen natürlich nicht, wie sich das noch entwickelt. Finally, some respite. So, jetzt haben wir hier zumindest mal eine Abzweigung. Das ist ja schon mal was. Muss man das Gebiet hier wieder befrieden? Da kann ich wahrscheinlich auch wieder nicht rein. Da ist wieder nichts. Holz. Auch die Ressourcen, so Holz. Also jetzt irgendwie im Spiel Holzstapel zu finden, ist jetzt auch nicht super sexy, sag ich mal. Oder? Oh, was ist denn hier? Gunst. Ahnen sind Seelen, die der Unterwelt entkommen sind. Die Lebenden verehren sie für die Gunst, die ihnen gewährt.
Suche einen Ahnen auf, um seine Gunst zu erlangen. Dadurch erhöht sich vorübergehend der gesamte Ruf, den du sammelst. Die Gunst geht verloren, wenn du rastest. Okay, das ist einfach ein Buff, wie es aussieht. Kannst du auch nichts hier irgendwo mal hochklettern oder so? Das waren die Beam-Portale. Ready when you are. Das könnte noch interessant sein, wer weiß, was man dann noch findet. Wenn sich dann da irgendwo rausschießt. Careful with the landing. Eine Feder, Enkis Stufe gestiegen. Oftentimes, after exerting myself, I tend to shed. Ich will jetzt wahrscheinlich wieder zurück, ne? Das ist eine ganz interessante Idee eigentlich. Ich kann nicht hoch oder was? It's for the people's own good. They'll see. Knöpfe des Rekruten erhalten. Endlich mal ein Item, das nicht Holz ist, oder? So, irgendwas. Irgendwas anderes halt. Wahrscheinlich aber auch nur einfach jetzt wieder Holz. Also das Loot-System ist hier noch echt ein bisschen langweilig. Böse. Na gut, aber es muss auch nicht jedes Spiel über Loot funktionieren, fairerweise. Es ist dann eher so Assassin's Creed-mäßig, würde ich mal sagen. Da kann man sogar hoch. Hochgebackt, Leute.
Wir backen uns weiter. Hier. Gleich glitschig durch die... Sehe ich schon kommen. Gleich glitschig hier irgendwo durch. Nee. Oha. Der Lootboy ist wieder auf geheimen Faden unterwegs. Das wollen die doch bestimmt nicht, dass ich schon hier sein kann, oder? Oder wollen die das? Das wäre wiederum ganz cool, wenn das geplant wäre. Ich habe das Gefühl, I shouldn't even be here today. Dächern. Gucken, was wir hier noch looten. Ist auch erstaunlich, dass kein einziger Gegner oder irgendwas hier ist, oder? Ich habe das Gefühl... Ich habe irgendwas übersprungen. Hier ist einfach nichts. Fighting them. They're not giving you much choice. I know, but Ramaha or not, they aren't going to serve with someone who's Gegner mit Schild, Gegner mit Schild tragen, blocken. Jeden Schaden von vorne ab, während sie eine Schildhaltung. Hol sie aus ihrer Schildhaltung, indem du sie betäubst oder ihre Angriffe parierst. We need to get this done quickly, Enki. Bonfire eigentlich? Nee. Sieht genauso aus. Ich wäre wahrscheinlich normalerweise von hier unten gekommen. Jetzt mache ich alles rückwärts. Ja, ich bin einfach da hoch. Ja, das wäre hier wahrscheinlich der normale Weg gewesen. Hättest du hier den Schildboy getroffen, der hier runtergejumpt wäre. Okay, I understand. Hier lang, da hätten wir hier die Dudes zerlegt. Also es ist halt auch nur bislang ein einziger Gegnertyp, ne? Also wir haben keine Monster, keine Creatures bislang irgendwie. Gut, der eine hatte jetzt ein Schild, aber
irgendwie dieses Spiel schreit förmlich danach, dass es nicht fertig ist. Ich kann gar nicht glauben, dass das in 4 Wochen schon rauskommen soll. Weil es ist nicht schlecht, die Grundbasis ist jetzt nicht... Scheiße. Nein! Warum sagt keiner, dass ich mich heilen soll? Danke, Sis. Wo bin ich denn jetzt? Ach du Scheiße, hier wieder. Da wäre der Shortcut wahrscheinlich gewesen. Das ist natürlich ärgerlich, weil jetzt... Vielleicht kriegen wir es schnell hin. Beziehungsweise vielleicht können wir uns auch hier schon darüber schießen. Guck mal, da sehen wir ihn doch. Aber wir kommen nicht hin. Oder? Schon wieder. Achso, den kann man nicht blocken. Shit. Der ist von vorne schon deutlich schwerer, der Typ. Die Schusswaffe noch zu selten. Das muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Bloodborne ist schon eine Weile her. Ich mag nach wie vor Nahkampf mag ich in dem Spiel. Das fühlt sich gut an. So, jetzt sind wir schon fast eben. Also es ist halt echt ein bisschen schade, dass es so wenig zu entdecken gibt. Es gibt gar keinen Loot, wie ihr seht. Es gibt generell wenig Gegnerabwechslung. Ich weiß, es ist nur eine Demo, aber irgendwie wirkt es doch sehr unfertig. Halt hier so einen schlecht animierten Holzscheit.
Das ist das Kaffeehaus. Okay, irgendwo muss hier der Boss sein. Ich habe leider keinen Estus mehr. Du glitscht hier die ganze Zeit irgendwo lang. Wegen unsichtbaren Wänden und... rein. Oh, ist das der Bösewicht? Ja. Galen the Noble. Der macht nur rote Angriffe, alles klar. Hat ihn fast. Okay, jetzt gehe ich hier noch einmal in die andere Richtung. Kein Bock, den Weg nochmal zu gehen. Scheiß auf die Seelen. Kann man eh nichts groß mitmachen. An old blessing. Thank you. An interesting find. That's a promotion. Wir brauchen einen Schalter, heißt offensichtlich dieses Symbol. Was? Okay, ich kann über 20 Meter. Bisschen komische Gegneranimationen. Warum kann ein Ritter dann plötzlich mit schwerer Rüstung und Schild dann so fast schon sich zu mir beamen? There's another god. She's in the peaks already. It's worse than that. Ramuha's in the Kneeling Keep itself. No one's allowed in there anymore except her and the judges. Coming here was a mistake. We need to leave. Try somewhere else. I'm not going anywhere. Not while Ramuha's wreaking havoc at the peaks. What about you, Enki? Are you going to let her drag you into this? Not to my death, certainly. But I should. Well, you aren't going to get anything done unless you get into Rit. And the city is swarming with knights. We need someone to sneak us in. His name is Young, former forge master of the keep. Last I heard, he'd hold. Mega unrealistisch. Naja, Nero, ist mir schon klar, dass es auch unrealistische Elemente geben kann, aber es ist eher unlogisch als unrealistisch. Das ist das, was mich stört. Es ist in seiner eigenen Kampflogik nicht kohärent. Du verstehst, was ich meine. Also ein schwer ausgerüsteter Gegner, wieso kann der einfach so nach vorne sliden, 10 Meter? Das macht für mich irgendwie nicht so... Ist er jetzt ein schwer gepanzerter Ritter oder nicht? So ein bisschen verstehe ich die Logik nicht so dahinter. Man will ja antizipieren, wie ein Gegner kämpft. Aber wenn sozusagen das Equipment oder die Rüstung oder die Art und Weise, was er darstellt, darauf gar keinen Hinweis gibt. Was ist das hier? Ja, so ein bisschen schade. Ha.
Aber das größte Problem von dem Spiel ist, dass es einfach gar nichts zu entdecken gibt. Also, du läufst hier mehr oder weniger durch tote Kulissen. Kann natürlich drüber streiten, ob das jetzt so sinnvoll ist, wenn man irgendwelche Kräuter hier aufsammelt, die man eh nicht benutzt, aber... Also es gibt ja keine Waffen, keine Rüstung, keine... Also irgendwie findet man gar nichts. You catch on quickly. Wenigstens öffnet es sich jetzt langsam so ein bisschen. Aber dann am Ende hast du halt hier, das ist die Belohnung. 3 Eisen. Weiß ich nicht. Dadurch, dass das auch so abgezählt ist, das hat mich ja schon mal God of War genervt. Du kannst deine Waffen und alles nur so weit upgraden, wie das Spiel es auch vorhersieht. Also du kannst dich nicht overpowern oder so, weil... Wisst ihr, was ich meine? Die wissen genau, bis zu diesem Zeitpunkt hier kann er maximal diese Anzahl an Eisen haben. Und deshalb kann er auch nur diese Stärke haben. Das mag ich nicht so. Ich mag die Freiheit haben, dass ich irgendwie... irgendwas erkunde und dafür die Belohnung dann ist, dass ich... stärker bin, weil ich eben auch weit gereist bin, sozusagen. Hier. Kompletter Turm oder so, nichts. Da kann man doch die Tür weglassen oder drinnen irgendeine Schatzkiste machen. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwas, aber ist alles abgeschlossen, alles ist zu. Es gibt unsere erste Chest. Look at this. Botenaxt, eine neue Axt, immerhin. Now we're talking. Du kannst neue Nahkampfwaffen finden. What is it? Mine is what it is. Sprengfass. Axtangriff, Ziel in Brand setzt. Feueraxt. Natürlich exakt das gleiche Moveset, so wie es aussieht. Oder?
Ich meine, gut, das sind beides Äxte. Aber es ist exakt das gleiche Moveset. Gut, macht Sinn, es ist der gleiche Waffentyp, aber ich will jetzt nicht megamäßig Abwechslung bringen. It's madness. Why would they take away all the black powder? If black powder can tear down the barrier at dawn, it can harm a god. Ramuha is simply eliminating a threat. So, wir testen die neue Feuerachse an diesem Dude hier. On your guard. Okay. Dieser rote Punkt, der kommt natürlich auch mit. Der kommt ein bisschen spät. Da kannst du eigentlich fast nicht mehr reagieren, wenn der angezeigt wird. Fühlt sich noch nicht so mega geil an mit dem Bloodborne-mäßigen Interrupten. Aber da ist eine Chest. Splittergranate, Stufe 1 gewinnt. Diese Granate zerreißt es bei der Explosion 80. Der Splitter fügt einem Gegner Blutung zu. Erhöht deine maximalen Einsätze um 1. Mit Granaten erhältst du neue strategische Möglichkeiten, mit Gegnern fertig zu werden. In deinem Inventar kannst du die Granaten wechsel zwischen ihnen, indem du nach oben drückst. Halte X gedrückt, um die Zündschnur der Granate anzuzünden. Lasse die Taste los, um sie in deine Blickrichtung zu werfen, bevor die Zündschnur abbrennt. Jede Granate hat eine begrenzte Zahl an Einsätzen. Diese werden aufgefüllt, wenn du rastest. Finde mehr Granaten, um die Zahl der möglichen. Okay. I-Beam ist fast tot. Das sagen wir mal. Piece of rock looks like it's about breach away. Oh, das war dumm. Ich hätte erst das Fass. Ja, ich weiß. Dumm. Jetzt habe ich keine Granate mehr. Ja, das war dumm. Kann ich nicht auf das Sprengfass einfach schießen? Doch. Ich brauche die Granate gar nicht. A little loud for my tastes. Okay, er hat einfach durch meinen Angriff. Das mag ich halt auch nicht, wenn die Gegner einfach durch einen Angriff durch. Also, ich habe definitiv zuerst geschnallt, aber einfach völlig unbeeindruckt von meinem Schlag sein Moveset durchgezogen. Okay.
I get it. A blessing. Thank you. Die, bitch. Fuck, der hat immer noch halbe Energie von eben. Hä? Das hat sich das Spiel gemerkt? Seine Energie wurde nicht zurückgesetzt. Holz! Geil! Wo ist das denn? Da ist der Shortcut. Das ist nix. Holz! Da ist er vom Feuer. Achso, ich wollte mich heilen, deshalb. Und ich hatte noch das ausgewählt. So. Den Schalter kann man auch erst betätigen, wenn alle Gegner gelegt wurden. Klar, der Schalter weiß, wie viele Bösewichte da unten rumstehen. Das ist ein Smart-Schalter. Fight me. Der hängt im Baum fest. Lol. Fest. Guck mal. Das ist natürlich scheiße für dich. Jetzt habe ich ihn aus dem Baum genockt. Der rote Punkt, der kommt immer erst im Angriff. Da musst du dich ja quasi schon entschieden haben. How should I kill Ramuha when we get to her? Quick as you can. Back of the head or straight to the heart. Und hier ist nichts. Hier ist nicht mal Holz. No matter what. No matter. Ist doch gar nicht. Sind wir da gekommen? Vielleicht hier lang. Alter, was ist das für eine Physik? Wie die da runter faded, würde ich fast schon sagen. Das ist alles ein bisschen merkwürdig, ich sag's, wie es ist.
spiele gerade auf dem PC. Ist das ein Boss? Nee. Zu. Kann auch nichts machen. Bonfire da oben. Auswählen. 5000. Du kannst Schusswaffen. Du kannst Gegenangriffe mit Schuss fassen. Indem du vor welchem parieren. Ja, dieser Konterschuss hat ja. Du kannst gegnerische Geschosse auf den Angreifer zurücklegen, indem du LB drückst. Du kannst. Deine Nahkampf einen heftigen, aufgeladenen Angriff ausführen. Darauf sparen wir. Aber warte mal, haben wir nicht. Kann man denn Items benutzen? Warum ist die. Achso. Feeling pretty good. Kann man nicht irgendwie. Was sind denn diese Sachen, die ich da immer aufgesammelt habe? Wo tauchen hier wahrscheinlich? Backpack? Nee. Jacken? Die Dinger hier. Alle eintauschen. Okay, das waren Seelen. Und jetzt kann ich nämlich hier neue Fertigkeiten freischalten. So, jetzt kann ich hier. Heftiger, aufgeladener Angriff, das wollen wir. This is as good a place to rest as any. Das mag ich. Ey, was geht? Wie lange laden? Eine Patron. Noch eine Patron. Brief des Banditen, die Ritter sind in den Haufen, bla bla bla. Oh, wir haben den ersten nicht-menschlichen Gegner. Guck mal. Und der macht gleich richtig Action hier. Ein Straußen. You and Basil close. He's your father, correct? I had a father. A mother, too. Lost them a few months after the dead invaded. Basil would follow me. Followed them right after. How odd. You're only alive. What the fuck? Kind of stranger. Don't go do that. Not by our own volition. Na? Find a use for it. Komplett verlaufen, ehrlich gesagt. Was ist dieser rote Stein?
Was? Hier geht's wieder nicht hoch? Das nervt. Dass die dann da einfach immer so unsichtbare Wände da reinmachen, damit man da irgendwie einen Weg einschlägt, den die nicht wollen. A welcome find. Die sind gut. Jetzt bin ich wieder in einem Dorf. Hier kann ich wieder Seppo spielen. Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder was übersprungen, ehrlich gesagt. Also ein richtig schöner, saftiger Boss zum Abschluss wäre eigentlich ganz nett gewesen, aber irgendwie... Ah, hier ist der Schmied. I see you kept busy. Yes. We're in the... Bandit. You haven't... They're not close. Then you're... Der gibt mir eine neue Muskete, Präzisionsmuskete. Die Muskete ist eine starke Waffe. Großer Reichweite, die ein Gegner mit einem gut gezielten Kopfschuss töten kann. Been waiting for you. So, können wir unsere Feueraxt? Nee, da brauchen wir zwei Schwefel. Können wir nicht verbessern. Okay. Hier ist die Shooting Range, okay. Aber ich muss sagen, die Demo lässt dann auf jeden Fall schon viel zocken. Wie gesagt, ich zocke ja hier nur die Demo von dem Spiel. Finales Spiel kommt erst in einem Monat raus. Oh, kann ich schon recht. Viel zocken. Und mittlerweile, wie man hier sieht, gibt es auch genügend Abzweigungen, sonst nicht mehr alles so ganz. So ganz so linear, wie es am Anfang war, aber das Level-Design catcht mich trotzdem noch nicht so richtig, muss ich sagen. Was aber auch einfach daran liegt, dass es einfach nichts zu entdecken gibt. Nicht so wirklich. Die wichtigsten Items kriegt man von Charakteren, die man eh nicht verpassen kann. Das hier sind alles nur Kulissen. Die sagen noch nicht mal was. Die reden nicht. Die stehen einfach nur da rum. Ja, was ist das hier? Guck mal. Das haben Spiele vor 20 Jahren schon anders gemacht. Also das ist ein bisschen unbefriedigend, wenn ich ehrlich bin. Das gibt einem jetzt nicht so... super viel. Loot, wie gesagt, quasi nicht vorhanden. Hier, hast wieder eine Seele zum Mitnehmen. Also du weißt genau, auf was du kriegst, weil es ja eh nichts zu finden gibt an Items quasi. Wirklich. Schwierig. Ich sehe schon ein gewisses Potenzial im Spiel, weil mir das Kampfsystem tatsächlich Spaß macht. Aber der Rest ist ein bisschen dröge. Und ein bisschen arg generisch. Nicht zu sagen, langweilig. Und guck, ich glaube, ich habe die alle übersprungen, indem ich oben lang gegangen bin. Ich hätte die eigentlich hier. Put down your weapon, heretic, in Ramuha's name. I was only trying to help you, damn it. Right. Now ready, musket. Take aim. Er ist wohl hier der Stärkste. Der da, oder? Scheiß Joypad zielen mit dem rechten Stick, ihr seht's. Wow. Das hat ja. Um hin. Ist das gar keine. What if he's a company? No, wait. Okay, jetzt geht's hier, Leute. Okay, hier. We should make sure he's okay. We should stay out of it. We could, but we won't. Muss es die erst triggern, damit du sie angreifen kannst.
natürlich. Das finde ich eigentlich auch ein ganz interessantes Feature, um durch die Welt zu kommen. Was ist das denn? Aber hier diese Marker, die einem ganz genau zeigen, wo lang man gehen soll. Not a fan. He's getting away! After him! Bring it on! Noel, go down and put out. Too much for gratitude! Oh, I should have let those bandits kill you! Get the trench filler! No. Whoever you are, thank you. So, und wo lang jetzt? Careful with the landing. Schon ein bisschen verwirrendes Level-Design. So, das kann ich jetzt nicht benutzen, weil da ein Gegner in der Nähe ist. Das ist doch auch ein bisschen strange, oder? Und jetzt kann ich es benutzen, oder was? So, jetzt bin ich wieder hier, wo ich eh schon war. Well. Okay. Ich habe genug gesehen erstmal. Lässt mich noch so ein bisschen unentschlossen zurück. Flintlock The Siege of Dawn heißt das Spiel. Und kommt in einem Monat raus. Ihr könnt die Demo einfach bei Steam runterladen. Ich glaube, es kommt auch in Game Pass. Also Demo könnt ihr auch, wie ihr seht, relativ lange zocken. Ich weiß nicht, wie lange die Demo jetzt noch geht. Und in einem Monat kommt es raus. 35 € für so einen Double-A-Titel. Es ist okay. Es ist nicht komplett scheiße. Also ich kann nicht sagen, dass das Spiel jetzt gar keinen Bock gemacht hat. Kampfsystem ist gar nicht mal so schlecht, also fühlt sich wuchtig und präzise an. Aber wie ich schon gesagt habe, Level-Design ist ein bisschen langweilig und ja, es gibt einfach de facto, ich habe jetzt schon das Gefühl, ich weiß, wie die nächsten 10 Stunden dieses Spiels verlaufen werden. Also hier sieht man natürlich noch so ein bisschen, was, from the makers of, was? Ashen? Was war denn Ashen? Kenne ich gar nicht. Ashen. Souls Light. Nennen sie es selber. Ja, auch dieser generische Look.
irgendwie. Man hat halt alles schon mal gehabt und vielleicht auch ein bisschen besser. Aber ja, es ist natürlich auch ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, jetzt kurz vorm Elden Ring DLC dann nochmal so ein Souls-Like rauszubringen. Da hätten sie vielleicht lieber nochmal, es ist jetzt nicht so, dass die Welt auf dieses Spiel wartet, vielleicht sich nochmal ein halbes Jahr Zeit nehmen, besseren Release-Date suchen und dafür noch an dem Spiel ein bisschen feilen. Es ist nicht schlecht, es ist für mich so ein 70%-Spiel, so ganz nett, weil das Kampfsystem irgendwie sich gut anfühlt, aber die Welt sehr generisch und es gibt einfach fast gar nichts Geiles zu entdecken. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, auch wenig Abwechslung in den Kämpfen bei den Gegnern. Es ist okay, es ist okay, es ist ein solides Spiel, aber mehr auch nicht. Probiert einfach mal die Demo selber aus, guckt es euch an. Aber da fand ich Enotria tatsächlich spannender, auch wenn es sich im Kampf nicht ganz so präzise angefühlt hat tatsächlich. Aber das hatte mehr Substanz irgendwie, mehr interessanteres Level-Design und fand ich irgendwie spannender als Flintlock The Siege of Dawn. Aber muss man mal gucken, wie es vollspielern wird, was da noch alles kommt. Aber ja, probiert's mal aus.